Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flyer. Wir machen quasi ziemlich genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben und schauen, ob man da jetzt weitergehen kann. Ich habe es noch nicht gemacht, also ich habe keine Ahnung, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Es geht weiter. Okay, das ist interessant. Das ist jetzt hier quasi wie so. Oh, aus welchem Game ist es, wo man immer über solche Dinger teleportiert? Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob irgendeinem Spiel ist es. Aber okay, dann geht's hier tatsächlich weiter. Cool. Ich nehme jetzt mal den RM vorerst nicht mit, gebufft bin ich. Weil sonst muss ich den Weg, wie gesagt, mit zwei Chars laufen. Das ist immer sehr nervig. Das heißt, es gibt quasi noch drei weitere Räume. Also wir haben jetzt vier erkundet und es gibt noch. Na gut, okay, es gibt noch fünf weitere. Aber ich weiß nicht, ob man in die rein kann, weil Arnold hat vorhin kommentiert, dass man in die Endräume, oder er hat gemeint, dass man in die Endräume gar nicht rein kann. Alter, das sieht voll nice aus. Ja, was macht der Kerl hier? Human. Nice. Your kind is not welcome here. Get out of my sight, vermin. Who am I? Ha, like I would consort with the likes of human. Get lost. Lol. Der Kerl ist mad. As hell. Ja, wir sind ja gar keine Viecher. Komisch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Waren es vielleicht nur zwei weitere Arten, weil es sind nur zwei weitere Räume von diesen Larven. Komisch. Achso, in den Raum kommt man auch nicht über so ein Portteil oder was? Ah ja, okay, das sieht mir schon larvenartig aus. Jupp. Und? Das sind die Lilanen, genau. Die sind Level 89, 89. Nein, 89 war richtig. So, sind die stärker oder so? Nö. Holy shit, Alter. Die Mobs habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. What the actual fuck? Okay, aber sind technisch gesehen genau die gleichen Viecher wie die. P also sehen halt anders aus, aber. Ja, und das ist dann quasi so eine Queen. Hoffentlich ist die nicht stark, weil sonst gehe ich jetzt drauf. Nein, ich greife die gar nicht erst an. Ja gut, da hinten ist noch irgendwas. Schauen wir mal da schnell hin. Genau, weil da ist dann eben die Verbindung zu diesem Raum. Und da meinte eben Ding in dem Kommentar, dass man da früher oder jetzt, also in den Endraum mit diesen violetten Wächterschweinen. Genau, hier kann man nicht weiter. Lol, Alter, what the fuck, ey, hier ist einfach Ende Gelände. Warum zum Teufel sind wir hier noch nie hingegangen? What the fuck, ich habe schon 10-mal die Dekansmine-Quest gemacht, aber war hier noch nie. Lol, man kann hier einfach nicht weiter. Was ist das für ein Scheißdreck, Alter? Oder ist es irgendwie richtig krass versteckt? Natürlich kommt noch ein Valentinstags-Event, nur weil es jetzt heute nicht gestartet ist. Also wird halt nächste Woche starten. Aber es passt ja, weil ja am 14. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eins kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keins machen, weil sie haben keinen Grund dazu. Und ja, also eigentlich haben sie jetzt ja alle Events gemacht und haben uns ja sogar extra Events immer gegeben in der Wartezeit auf Events. Also eigentlich ist der Webstand schon wieder im Event-Ding drin. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass da auf jeden Fall was kommt nächste Woche. Also das ist natürlich klar. Aber ich habe gestern eigentlich auch so gesagt. Also ich bin ziemlich überzeugt davon. Ob es wirklich passiert, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, und das sind die Grünen oder was? Genau. Aber was war denn die dritte Farbe oder gab es gar keine dritte Farbe und ich habe nur zwei gesehen? Das kann natürlich sein. Gestern dachte ich ja blau, aber blau gibt es ja schon. Ja, Mist, sind ja nur solche Fetten. Okay, die sind auch ganz normal. Hey, was? Die sind sogar ein Level niedriger. Die sind wieder 88. Ja, und hier ist einfach Ende. Hier gibt es gar nichts mehr. Tja, das heißt, es gibt zwei Räume, in die man nicht rein kann. Und in dem Raum dürften diese violetten Wildschweine sein, was da drin ist. Ach so, dann sind die dritten vielleicht da drin. Das mag sein. Oder ich muss nochmal nachschauen. Wartet mal, ich habe mir das, glaube ich, runtergeladen. Oh, dieses sexy Windows-Sounds. Genau, ich habe es mir hier runtergeladen. Nee, doch, es gibt drei. Genau. Es gibt noch Rot. Also nicht dieses Pink von der Pinky Roach, sondern Rot. Genau das war's. Also nicht zweimal blau, sondern. Nee, Pink, Violett und Rot gibt's. Also von den Trilby-Viechern gibt es Rot, Violett und Grün und dann halt Pinky Roach, Blue Roach. Und dann gibt es eben noch diese Schweinebärmänner. Ich mache einfach mal kurz hier Monitoraufnahme. Hier. Schaut sich an. Und das sind eben diese violetten Schweinemänner. Und die müssten dann theoretisch. Ne, Moment. Die Roten. Ach, die Roten sind in dem abgeschnittenen Raum. Da müssen die hier.
da drin sein. Ja, da müssen die Viecher müssen dann da drin sein. Genau. Wow, aber warum? Warum kann man in die Räume nicht rein? Was ist das für ein Scheiß? Wofür mache ich die Räume, wenn man da nicht rein kann? Vor allem, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie Dekansmine eingeführt haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das schon seit einer Ewigkeit gibt. Deswegen, ja, schon strange. Oder es gibt halt wirklich hier irgendwo ein Easter Egg. Ich meine, weiß ja nicht, vielleicht hat ja noch nie jemand die Mine wirklich auf jeden Zentimeter abgesucht und es gibt hier nochmal irgendwie so ein Portal. Das wäre natürlich irgendwie, es wäre eigentlich voll chillig, aber ich denke mal in, ja, 10, 11 Jahren Flife hätte das wohl jemand herausgefunden. Aber wir können auch mal kurz in den Raum hier gehen. Da steht ja eh unser M, ob hier in der Ecke noch irgendwas ist, weil da ja der Raum auch irgendwo angrenzt. Also an sich wären wir dann damit jetzt eigentlich, naja, fertig. Schauen wir mal, aber wir müssen auf jeden Fall die Quests abgeben. Beziehungsweise die eine. Und hier müssen wir noch so ein Kiekunschief oder Lieder platt machen. Und dieses Ding droppen. Aber jo, wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, ich habe es noch nie gesehen. Und ja, ich denke mal, das ist schon eine wertvolle Information, dass es da auf jeden Fall noch weitergeht. So. Ah ja, genau, hier ist diese Tür. Genau, stimmt. Stimmt, genau. An die erinnere ich mich, aber ich glaube, hier passiert nichts. Ja. Hier passiert einfach nichts. Also hier sollte quasi irgendwas passieren, aber es passiert einfach nichts. Hier ist auch so eine Plattform. Aber man kann nichts machen. Drüber hüpfen, durchglitschen bringt nichts, weil dahinter ist eh nur Stein, weil da ist ja eine Lücke zwischen den Räumen. Und außerdem geht es auch, glaube ich, gar nicht. Also man kann sie nicht einfach durchglitschen, weil da unsichtbare Wände sind. Durchglitschen geht ja nur, wenn da keine unsichtbaren Wände sind. Und hier sind unsichtbare Wände, weil hier die Map zu Ende ist. Tja, schade. Also eigentlich sollte man in den Raum schon kommen und beim anderen Raum keine Ahnung. Tja, sowas sollten die vielleicht mal bei Turning Point mit einbinden. Alte Sachen, die sie angefangen haben, fertig machen, weil anscheinend gibt es da Sachen. Leute, direkt einen Moonstone gedroppt. Ja, hier ist auch nichts mehr. Tja, ja, wie gesagt, man könnte es machen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man da nicht hinkommt. Weil, ja, keine Ahnung. Also, es wäre Schwachsinn, wenn das noch keiner gemacht hätte. Also nach 10 Jahren, wie gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon mal jemand ausprobiert hat. Beziehungsweise so viel gibt es ja nicht zu erkunden. Also in den Gängen, die hast du ja in 5 Sekunden durch und die Räume dauern auch nicht lange. Also in einer Stunde kannst du den kompletten Dungeon eigentlich ziemlich gut auf den Kopf stellen. Von daher, wow, hier ist einfach so eine Blue Roach drin. Die hat sich wohl festgehangen. Ah, ich glaube, ich weiß, von wem die ist. Und zwar kam vorhin. Oh. Fetter Portbug. Der Zuschauer von uns, also der Abonnent, der mir das 4 von 4 LSD abgekauft hat, der kam vorhin vorbei, weil ich habe gesagt, dass ich in Dekans Mine bin und ungern rausgehen würde den ganzen Weg nochmal nach Flares. Weil er nicht mit der Sprache rausrücken wollte, was er denn von mir wolle. Und dann ist er einfach vorbeigekommen und hat mir. Alles klar. Ich liebe mein neues Internet. Hat mir einfach mal Ruddy Boots mit 13 Crit Damage geschenkt. Ziemlich cool. Bin ich jetzt zwar schon länger, aber trotzdem danke. Ja, war ziemlich cool, habe ich auch nicht mit gerechnet, vor allem nicht mit Ruddy Boots. Allerdings, ja, müssen wir mal schauen, ob sie uns wirklich was bringen. Aber ich denke schon, weil mein gut 105 wird noch eine Weile dauern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kein gutes Ruddy-Set bis dahin bekommen werden. Von daher, ja, also. Bin mir relativ sicher, dass wir die benutzen werden, weil unser aktuelles Ruddy-Set ist ja quasi unser aktuelles ist ja clean, unerweckt, nur mit 28% ADK, was wir auch geschenkt bekommen haben. Ja, deswegen. Also ihr müsst keine Questies für mich mitfarmen. Sowas wie Aminos, was ich jetzt aktuell auf jeden Fall noch nicht farmen kann und wahrscheinlich sehr lange noch nicht farmen kann. Weil ich finde, ich weiß gar nicht, ob sich die Aminos-Questies überhaupt so lohnen, weil. Oh, jetzt kann ich meine M nicht einloggen, oder was? Ey, was ist das für eine Scheiße? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Was jetzt gerade passiert ist mit dem DC, um das mal kurz zu erklären, weil ich ja gerade gesagt habe, mein neues Internet. Also es ist kein neues Internet, aber das Problem ist einfach, wir haben einen neuen Router bekommen. Und seitdem, oder vielleicht auch schon ein, 2 Tage vorher, habe ich übelst die Probleme. Also nicht übelst die Probleme, aber ich habe andauernd High Ping.
Also einen höheren Ping halt. Ich meine, es ist nicht schlimm. Ja, und es ist nicht kontinuierlich. Es ist meistens immer nur kurz. Im schlimmsten, also wenn es mal eine Stunde lang schlimm ist, mal alle 5 Minuten High-Ping. Und dann geht es wieder eine Weile lang. Und bei FLiFE merkt man es eh nicht wirklich. Ab und zu mal ein Port-Bug. Auf Channel 2 ist schon ungewöhnlich, deswegen merkt man es da eher schon. Sind es nicht die richtigen? Kill Elite Kiakun. Oh, Mist. Sorry, my bad. Und ja, das ist halt einfach jetzt, keine Ahnung, seit einer längeren Zeit schon ein bisschen ein Problem. Schon wisst ihr was ganz ehrlich, ich kill den einfach nicht, ey. Fuck off, Junge. Kann mich mal am Arsch lecken. Weil wir brauchen ziemlich lang. Ach so, Moment, nein. Moment, man muss sich Guard Leader oder Work Leader killen, weil da steht ja nur Kill Elite Kiakun. Müssen wir überhaupt. Ja doch, weil da steht ja schief. Kiakun schief und schief ist ja immer irgendeine Form von Boss oder so. Deswegen müsste das eigentlich. Entweder der oder der Guard Leader, der ist da hinten. Das werden wir gleich herausfinden. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir haben jetzt einen neuen Internet-Stick bestellt. Der wird wahrscheinlich sogar morgen ankommen. Weil ich habe mir, oder wir haben uns gedacht, das wird wahrscheinlich, also könnte an dem liegen, weil der ist jetzt schon 4 Jahre alt und vielleicht ist der mit dem Router nicht so kompatibel mit dem neuen. Weil das Internet an sich ist ja nicht schlechter geworden. Es ist ja einfach nur anscheinend irgendein Problem aufgetreten, weil die Internetleitung ist die gleiche geblieben, ist einfach nur der Router ein anderer und bei allen anderen funktioniert es eigentlich gut. Und sowas wie ganz kurz disconnected ist halt, bei jedem anderen Spiel merkst du es nicht, aber bei FLiFE ist halt sofort fliegst du raus. Wenn, bei FLiFE reicht eine Millisekunde Internet weg und du fliegst sofort raus. Aus allen Echsen. Das ist halt das Problem in allen anderen Games. Merkst du das gar nicht, weil die haben ja dieses automatische Reconnect und da bist du sofort wieder drin. Aber bei FLiFE ist das ja nicht so. Und Verbindung weg, du bist disconnected und musst neu einloggen. Aber bei anderen Spielen würde es ja erstmal kurz hängen, dann kannst du nichts mehr machen, dann kommt Verbindungsabbruch, bla bla bla, dann warten sie nur meistens noch kurz hin. Zum Beispiel Counter-Strike kommt dann noch so eine 18 Sekunden Wartezeit, bis sie dich vom Server kicken quasi. Also du bist dann schon nicht mehr im Internet, aber du bist halt quasi noch so quasi in diesem, ich weiß nicht, Reconnect-Room, keine Ahnung. So ungefähr, also in diesem Rahmen, wo du Zeit hast. Ey, willst du mich verarschen? What the fuck? Der hat sich komplett vollgefoodet, oder was? Willst du mich ficken, Mann? Was ist denn das für ein Scheiß, ey? What the fuck, Alter? So ein krasses Heal-Food habe ich noch nie gesehen bei einem Mob. Wirklich, Mann. Heilige Scheiße. Naja, auf jeden Fall ist es einfach nur behindert und, keine Ahnung. Hoffentlich hilft der Stick, weil ich meine, es ist Jammern auf hohem Niveau, aber man muss sagen, naja, wobei das mit dem Ping ist eigentlich nicht mehr so un. Also, das Problem ist, es ist nicht wirklich der Ping, sondern es ist einfach dieses konstante Hoch und Runter. Also bei FLiFE ist es ein Disconnect und in LoL ist es halt schnell von einer Sekunde auf den anderen 500er Ping und zurück. Und da portet sich der Entscheid quasi fast drum. Und so kannst du dann einfach nicht spielen, weil da läufst du dann ins Skillshot. Ey, Alter, wer droppt denn dann die Scheiße? Jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt das bei einem normalen Viech droppe, dann raste ich aus. Ah, da steht Chief und Chief ist. Ey, heute schreiben mich aber auch alle an, oder? Heilige Scheiße. Also ist ja nicht schlimm, aber. Also ich mache eigentlich eh Messenger aus, aber mich haben jetzt die letzten beiden Male niemand angeschrieben. Und da hatte ich, glaube ich, auch Messenger an. Normalerweise ist der nämlich auto-deaktiviert. Also unter der Woche, wenn ich jetzt eh fast nur aufnehme, dann ist der meistens einfach so sowieso deaktiviert. Aber was ist das jetzt für ein Scheiß? Warum droppen die jetzt den Key nicht? Mann, dann mache ich die Drecksquest schon. Darkrow Eggs, meint er. Ich weiß nicht, ob die hier auch so heißt, aber auf Devos heißt sie Darkrow Eggs. Wahrscheinlich will er sie haben, wenn ich sie droppe als Skin, oder? Oder er hat sie selber. Aber was sollte ich damit wollen? Ja, er will sie wahrscheinlich. Aber ich droppe noch keine 105er Waffen. Noch nicht. Kommt irgendwie nichts mehr. Ja, das fuckt mir jetzt echt ab. Kill Elite Kiakun in the third room. Wir sind im dritten Raum. Und wir killen. Muss ich den jetzt nochmal killen, oder was? Und genau das habe ich gemeint mit, ich will die Quest nicht wirklich machen, wenn genau so eine Scheiße passiert. Ich habe. Ah, Moment, das ist ja der falsche. Ich habe den Worker Leader und den Guard Leader gekillt. Beide Elite mit PSF-Scrolls. Und hab nichts bekommen. Willst du mich verarschen? Jetzt probieren wir es nochmal mit dem Worker Leader, weil der wesentlich schwächer ist. Moment. Warum spawnen da nur Worker Leaders? Wo ist der Guard Leader? Also der Elite Guard Leader.
Ja, was ist denn damit? Ah, oh, greif mich nicht an. Oh, der spawnt halt echt nicht, ey. Was soll die Scheiße? Ist er das? Hoffentlich. Bitte foole du nicht auch. Komm schon, drop das. Na, ist nur ein Fruitschirm. Das ist auch ein Worker Leader. Aber der Unterschied ist schon heftig, Alter. Zwischen Worker Leader und Guard Leader. Holy shit, ey. Einfach dreimal so schnell. Ey, was ist das? Ach komm, scheiß auf die Quest, ey. Ganz ehrlich, wir machen sie einfach nicht. Ganz ehrlich, ich war geduldig. Ich wollte sie machen. Ich hab's probiert. Aber so eine Scheiße, nee, Mann, fick dich, ey. Also, komm, sorry, aber sowas hasse ich bei Spielen. Wenn du wirklich spezielle Mobs eigentlich hast, die, naja, jetzt nicht den eigentlichen Sinn nur für die Quest da sind, aber ich meine, komm, ganz ehrlich, wer würde die normal killen? Die sind einfach nur extrem stark, geben nicht mehr XP und, meint man, nee, doch, passt schon, ich mach's zu Trico. Geben nicht mehr XP und, ja, sind halt eigentlich einfach nur da für die Quest. Also haben eigentlich keinen wirklichen anderen Nutzen, haben keine Quest-Items, das heißt, es sind eigentlich nicht mehr wirkliche Mobs. Das ist vielleicht ein bisschen hart zu sagen, aber ich meine, so ist es ja. Ich meine, wenn sie keine Quest-Items besitzen, dann sind es nur solche, ja, Waschlappen-Mobs halt, so ungefähr. Ach nee, Moment mal, das war der falsche Raum, oder? Nee, doch nicht. Trico? Na, ah, nein, es ist Dryan. Verdammte Scheiße. Damn it. Genau. Von daher fuckt sowas schon ab. Vor allem, wenn du dann auch noch PSFs gehst. Also, wenn du dann Quest-Item nicht droppst, das ist schon nervig. Wie ich finde. Ah ja, genau, stimmt. Wenn ich dran denke, hoffe ich schon, aber noch droppe ich keine, weil bei Prince droppst du keine 105. Also ich habe bei Prince noch nicht eine einzige Sache für 105 gedroppt. Das ist dann erst bei Kings leider. Aber bin ich ja eh bald. Ich meine, uns fehlen ja noch die 36%. So, Sniff, Sniff, Trico, Smell, Sweet, Sieb. Oh, bitte, bitte, bitte lass uns nicht. Bitte, 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 bitte. Miet ein her. Okay, gut, es geht noch. Ja, also lass uns bitte nicht noch eine Quest in der Mine machen. Von der Mine habe ich jetzt echt die Schnauze voll. Wundert euch übrigens nicht, warum die Party die ganze Zeit Skills an und aus macht. Irgendwie der Kerl macht mit seinem Ranger Dungeons oder so und dann wechselt er alle 5 Sekunden die Leads. Nervt ein bisschen, aber egal. Jo, so viel Vertrauen habe ich mal, wenn es um 5 Mio geht. Aber wie gesagt, das wird noch eine Weile dauern. Ah, weiß der, dass ich gerade aufnehme? Egal. Aber das habe ich ja eh gesagt damals. Ja! Please tell Reonan, I am busy, bitte. Wait. Ah, da steht's mit Reonan. Dankeschön. Es war eine schöne Zeit. Es war eine geile Zeit. Nein. Ich bringe jetzt nicht die Juli 2006 Sommershitze hier. Och nö, ich bin mal mit meinem auf den Inventar-Sortier-Button gekommen. Also was mich echt triggert, ist dieser verfickte Sortier-Alte. Also ganz ehrlich, es gibt ja so Leute, die den wirklich feiern. Wer? Warum? Also ich meine, diese Ordnungsfunktion, die ist so sinnlos, vor allem weil sie komplett random ist, wie ich finde. Bei Blinkwings, also es ist einfach so, keine Ahnung, es ist meine persönliche Ordnung, aber ich meine, der und, ja, nee. Also ich meine, es hat ja jeder irgendeine Inventarordnung. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die tatsächlich gar keine haben, weil ich mich da frage, wie kann man so spielen? Aber es gibt sie. Aber ich denke mal, die meisten Leute haben es wahrscheinlich ähnlich wie ich, also natürlich komplett anders geordnet, aber haben halt irgendeine Ordnung, irgendeine halbwegs logische zumindest. Wie gesagt, es gibt welche, die es nicht haben. Aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, wer übernimmt denn einfach so die Ordnung, die einem vorgegeben wird? Ich meine, wenn man 10 Jahre lang Fleisch spielt und dann kommt so ein verfickter Button, der alles durcheinander bringt, ich verstehe nicht, wie man sowas feiern kann. Also, außer für die Leute, die zu faul sind, es selber zu sortieren. Oder gut, wenn du jetzt zum Beispiel GW, also wenn du GW-Spieler bist, dein gesamtes Inventar ist nur voller Power-Ups und vielleicht zwei, drei Clocks zum Switchen und einem Set oder so. Und das ist dann alles in einer Reihe. Dann die Power-Ups alle in einer Reihe, die irgendwo da gleich sind und so weiter und so fort. Gut, okay, da kann ich es vielleicht verstehen, wo es nützlich ist. Aber ich sage jetzt mal für den Casual-PvE-Spieler, und das sind ja doch 95% aller Spieler, ja, gehe ich mal stark davon aus, ist die Funktion nicht wirklich hilfreich. Oder vielleicht ist es ja, aber also ich könnte jedes Mal abkotzen. Also,
Ich meine, das passiert mir echt. Beginners Clockbox Stacks, lol, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Seit wann kriegt man was? Und der Clock passt halt einfach nur, wie ich es mir vorgestellt habe, er passt halt einfach nur wie die Faust aufs Auge. Das sieht halt echt gut aus. Kann mir halt keiner erzählen, dass das scheiße aussieht oder nicht zusammenpasst. Natürlich, es sind nicht genau die gleichen Farben. Natürlich. Ist mir bewusst, ja. Wobei, ich glaube, die Farbe ist sogar die. Oder vielleicht nicht exakt die gleiche, auf jeden Fall eine sehr ähnliche. Also hier am Rand, also jetzt hier die äußere Linie vom Schild, also nicht das vordere, sondern dieses hintere. Das hier. Das ist die gleiche Farbe wie das Türkis unterm Clock quasi. Also das, da ist ja das Muster drauf, aber die Grundfarbe von dem Clock ist ja auch so ein Türkis. Das ist das gleiche. Es leuchtet halt nur nicht so sehr. Das Schild ist halt einfach nur shiny AF. Aber vom Farbton her ist zumindest der Rand derselbe. Und ja, es ist einfach nur, es sieht einfach nur gut aus. Also da kannst du halt nicht arguen. Arguen. Problem ist nur, wir wollten ja eigentlich Shinigami-Set dann anziehen. Ich weiß nicht. Weil ganz ehrlich, irgendwie sieht das viel cooler aus jetzt. Also irgendwie finde ich den Clock gerade voll geil. Also es ist einfach nur der Standard Lower Agility Clock. Also jetzt nicht nur wegen dem Aussehen mit den anderen Sachen, dass alles blau ist, sondern einfach nur den Clock an sich irgendwie. Keine Ahnung. Der Clock hier, von dem habe ich langsam die Schnauze voll. Abgesehen davon kann man sich den ja jederzeit wieder unskinned holen. Ja, das ist ja eh so geil, weil wenn du dir einen neuen Charge stellst, hat er wieder den Clock, dann tradest du den einfach rüber und dann hast du ihn nochmal. Also, das ist ja eh nicht das Ding. Also, du kannst ja theoretisch 10-mal den Clock mit 10 verschiedenen Clock-Skins machen. Eigentlich ist das voll geil. Es ist eigentlich echt übelst geil. Das stimmt. So. Naja, egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, stimmt, das sind noch unsere alten Tarnin-Boots. Die müssen wir auch noch wegtun. Ich würde fast sagen, wir skinnen den jetzt direkt, weil wie gesagt, ich habe auf jeden Fall habe ich noch einen Clock auf einem Shop-Char und ich glaube, der oder der M hat auch noch einen auf der Bank, aber dann skinnen wir jetzt den direkt, weil sonst habe ich hier ein 10-gebundenes Item-Inventar. Oder ich überlege es mir noch anders. Wer weiß. Deswegen. Juhu. Aber lol, Alter, seit wann kriegt man dann. Also, das war safe nicht immer so. Ich habe noch nie in meinem Leben Clock of Lower Agility bei einer Quest bekommen. Also. Mein Gedächtnis ist manchmal nicht das Beste, aber ganz ehrlich, an sowas würde ich mich erinnern. Also, die Box habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Zumindest nicht auf Devos. Aber eigentlich war das letzte Mal, dass wir die Quest gemacht haben auf Meteor, auf Clockbox. Das heißt, eigentlich müsste ich es quasi beim letzten Mal gehabt haben. Aber jo, sieht doch chillig aus. Damit kann man auf jeden Fall leben. Das Einzige, was jetzt übelst raussticht und eigentlich überhaupt nicht dazu passt, ist die Haarfarbe, dieses Orange. Aber das kann man ja leider nicht ändern, weil das ja Head gebunden ist. Weil das eh voll komisch ist. Der Head an sich sieht ja blau aus, aber das ist ja nur das Stirnband, was da abgebildet ist. Also ist ja quasi nur das Stirnband und dieses. Eigentlich ist es voll die Weiberfrisur, fällt mir gerade auf. Also ist es natürlich, aber wegen dem. Ich habe das Bändchen da gar nicht realisiert. Der hat eine verfickte Schleife in den Haaren, Alter. Junge. Da wurde wohl jemand in dem falschen Geschlecht geboren. Spaß. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.